Hallo, ich grüße euch. Ich müsste erst mal jemand helfen wegen dem GEZ-Schriftsatz. Machen wir da nochmal extra Video. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Also, entscheidend für die Sache ist, wann ist der Stichpunkt, der Stichtag für die Übergabe, den Übergang zwischen Staatlichkeit in die Nichtstaatlichkeit. So, und das ist immer disjunkt. Das heißt, wenn ich keinen handlungsfähigen Staat habe oder ich habe eine Fremdbestimmung, endet das staatliche Recht. Und wir sind in dem Bereich der Nichtregierungsorganisation, also diejenigen, die Hochverrat begangen haben gegen den Kaiser. Also jeder, der jetzt mit dem gelben Schein versucht, die Staatsgewalt zu spalten bzw. zu zerstören oder so, begeht sozusagen Hochverrat und beteiligt sich mit dran. So. Weil es gibt dann nur eine Staatsmacht in dem Staatsgebiet. Ansonsten ist die Definition des Staates nicht erfüllt. Also Definition des Staates ist ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet, eine Staatsmacht unter der Vorbedingung keine Fremdbestimmung. Und sobald ich einen Verweser neben den Kaiser stelle, der nicht durch eine Verweserwahl in dieses Amt gekommen ist und sozusagen die Entscheidung trifft, am Kaiser vorbei oder im Widerstreit zum Kaiser, beziehungsweise sich auch an dem Putsch beteiligt hat, ist genau das Kriterium erfüllt, dass es sich hier nicht mehr um einen Staat handelt. So, das heißt, von diesem Zeitpunkt an haben wir eine sogenannte Diskontinuität. Das heißt, wir müssen diesen Zeitpunkt, von dem der Putsch begann, bis zu dem, wo wir wieder rechtsstaatliche, staatliche Strukturen haben, rückabwickeln. So. Das heißt, wir machen an dem Tag, wo wir die Rückabwicklung betreiben, setzen wir das Datum in Gedanken zurück auf den 28.10.1918, 0 Uhr. Und von dort an schreiben wir das Protokoll fort. Weil alles andere müssen wir rückabwickeln. Es ist ja was passiert. Es ist ja schon ein Schaden entstanden. Die Leute sind 1945 bis 1949 enteignet worden. So, und das muss rückabgewickelt werden, weil es gab keine Entscheidung vom Kaiser, dass das gemacht werden darf. Und die hier eingefallen sind 1945, haben die Beamten umgebracht und haben gesagt, dass die Beamtenverhältnisse beendet waren. Das ist also das, was in den Chefgesetzen drinne steht. Von dem Chefvertrag zu reden, ist natürlich Schwachsinn, weil der Vertrag muss mit dem Kaiser abgeschlossen sein. Der Kaiser muss gesagt haben, ja, ihr tollen Befreier, Chefvertrag, ja, machen wir jetzt und ich unterschreibe das jetzt. Ist nicht passiert. Ob die Wehrmacht kapituliert hat oder nicht, ist ein Problem der Weimarer Republik. Weil die Wehrmacht ist keine Armee des Kaisers gewesen. Die kaiserliche Armee ist Königliche und Kaiserliche Armee, KUK. So. Und von dort leitet sich das ab. Und die haben nicht im Zweiten Weltkrieg gegen die Sowjetunion gekämpft. Deswegen immer wieder diese Verwirrung. Russland, Zarenreich, Sowjetunion, Russische Föderation hat miteinander nichts zu tun. Ja? Viele sagen ja auch, dass die Russische Föderation auch nur ein handelsrechtliches Konstrukt wäre. Ja, ist ja nicht schlimm. Die haben im Prinzip eine Verwaltung des Zarenreiches auf den Weg gebracht. So, und genau das Gleiche dürfen wir auch machen. Dass das Deutsche Kaiserreich nicht zwingend ein Staat war, ist nicht das Problem. Entscheidend ist nur, dass die Bundesstaaten selber, wo die Staatsangehörigkeit herkommt, die müssen souverän sein. Und zwar vollständig souverän. Das heißt, das Reich durfte in die Bundesstaaten nicht reinregieren. Und es hat es auch nicht gemacht. Bis zum 27.10.1909. Erst danach hat sich der Verweser aufgeschwungen und eine Reichsangehörigkeit und eine deutsche Staatsangehörigkeit eingeschenkt, die aber nicht auf die Staaten durchgreifen kann, weil der Staatsbegriff genau in dem Moment umfällt, wo das passiert. So, und genau das müssen wir rückabwickeln. Und jetzt ist natürlich die Erklärung, dass eine kalte Aktivierung, das heißt also, ich aktiviere eine Gemeinde, ohne dass ich einen Verweser habe, der wirkliche Verwaltungsvorgänge unterschreiben darf, Einbürgerung machen will. Wie soll denn das funktionieren? Ich muss erst mal, also ich habe ein Henne-Ei-Problem. Ich muss erst mal Staatsangehörige erzeugen und die Staatsangehörigen muss ich mit einem Referendum erzeugen. Solange wie ich keine Aufhebung des Friedensvertrags mache, beziehungsweise auch keine Gesetze ändern muss, kann ich alles im Notstandsrecht bewerkstelligen, weil der Notstandsleiter ist nicht der gesetzliche Gesetzgeber. Ja? So. Das heißt, die Wahlkommission muss zunächst auf ein Referendum zustande gekommen sein. Anders funktioniert es nicht.
Weil ich habe immer die völkerrechtliche Sicht, dass sie sagen, wir haben jetzt einen neuen Schurkenstaat, die wollen den alten Kaiser wieder haben. Ja? Und auf der anderen Seite hast du die Gesetzgebung, wo der Kaiser ganz klar gesagt hat, wer wahlberechtigt ist und wer nicht. Also hast du zwangsläufig mehrere Wahlurnen und musst die getrennt auszählen. Für die eigentliche Verweserwahl kommen aber eben nur die männlichen Wahlberechtigten nach Rostock zum Zuge und die anderen sind im Statistikteil, damit ja die völkerrechtliche Statistik auch aufgeht, dass die Mehrheit der Leute diesen Verweser auch akzeptieren. Nur darum geht's. Wenn der Verweser Unfug macht und nicht die Mehrheit hinter sich hat, wird es sowieso nicht funktionieren. Wenn der Verweser ein Autonarr ist und einfach nur die Pickelhaube aufsetzen will, wird es auch nicht funktionieren. Es muss jemand sein, der von persönlichen und sagen wir mal auch vom ganzen Auftreten her eine Respektsperson darstellt. So. Und wenn jemand fragt, was habe ich denn als Verweser für eine Aufgabe, ist das eine falsche Frage. Sondern der muss fragen, wo ist die Not? Und der muss wissen, wie ich sie abstellen kann. Das ist die richtige Frage und Antwort des Verwesers. Und diese Leute zu finden, ist eben, ja, schwierig. So, ich denke mal, wir haben erstmal soweit Klarheit. Es ist eine kalte Aktivierung mit dem gelben Schein. Das, was hier nestag.de macht, das ist das, was ihr im Hintergrund gerade seht, kann nicht funktionieren, weil die Wahlberechtigten keine ordentlichen Dokumente nach Rostock haben. Genau in dem Moment fällt die Geschichte auf den Rücken. Wenn ich also ein paar Interessenten einlade in den großen Saal und sage, wir machen jetzt eine Aktivierung der Gemeinde, da ist das ungefähr so wie bedeutend, als wenn sie den wählen, der die ganzen Spesen bezahlt. Was anderes kannst du denn machen? Du bist im Vereinsrecht drin und du kannst das nur aufbrechen, indem du eine Gebietskörperschaft abgrenzt, wo du auch alle einlädst, also jeden im Prinzip einlädst, erstmal für eine Wahlkommission. Die musst du per Referendum erstmal zum Laufen bringen. Das heißt, die Mehrheit der Leute muss sich darüber im Klaren sein, dass sie erstmal ordentliche Dokumente benötigen, damit sie sich ordentlich ausweisen können, damit sie nicht unfreiwillig EU-Bürger werden oder außer Landes geschafft werden, weil man behauptet, die wären staatenlos, sind sie ja nicht. Wer geboren ist in einem Bundesstaat, ist erstmal nicht staatenlos. Wenn er dann noch die Erfordernisse des Rustag erfüllt. Und dann hat man ja alle die erstmal die Gemeinde aktivieren und die dann sagen können, der und der und der hat eine Einbürgerung verdient. Beispielsweise, er ist in der DDR geboren, auch wieder ein Stichtag, gab es auch den Stichtag, Auflösung der DDR. Das ist auch ein Grund, jemanden einzubürgern. Aber das muss eben erstmal einer feststellen. So. Und das muss eine Wahlkommission machen, die auf einem Referendum basiert, dass sowohl die kaiserlichen Erfordernisse als auch die Erfordernisse nach dem Völkerrecht sozusagen als konvexe Hülle erstmal umfasst, sodass keiner im Prinzip dagegen vorgehen kann. Aus völkerrechtlicher Sicht hat das Völkerrecht hat in die kaiserlichen Wahlabläufe nicht reinzureden. Wenn der Kaiser das so festgelegt hat und wenn das das staatliche Recht ist, hat das Völkerrecht erstmal hinten anzustehen. Weil das soll ja nur grobe Willkür oder sagen wir mal die außenstaatlichen Verhältnisse regeln. Aber wenn der Staat immer so festgelegt ist, dass das Wahlregularium so ist, hat es erst noch Vorrang. So, weil es ist falsch zu sagen, dass die Völkergemeinschaft in den Staat reinzuregieren hat. Ist nicht so. Der Aufbau des kaiserlichen Staates ist von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Das heißt, der Bürgermeister hat den Rang eines Sheriffs im alten Wilden Westen. Der hat erstmal die Regeln gemacht. So, dann hatte der seinen Wachtmann und seinen Amtmann. So, der Verweser und der Amtmann kann natürlich in Personalunion auftreten, muss aber nicht sein. Der Amtmann wäre sozusagen die Verwaltung. Und wenn es Personalunion ist, ist Verweser und Amtmann eine Person. Ist der Regelfall gewesen, aber nicht zwingend notwendig. Der Verweser kann ja zum Beispiel eine Art Kreisrat sein. Und der hat eben 10 oder 15 Leute mit im Auftrag beauftragt, Personaldokumente und Einbürgerung vorzunehmen. Nach seinen Richtlinien, also die Leitlinien der Politik des lokalen Verwesers. So, und wenn der sagt, alle, die bei dem Putsch beteiligt waren, die kriegen keine Einbürgerung oder müssen erstmal irgendwas durchlaufen, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bringen, dass sie nicht wieder einen Staatsputsch anfangen, ist es eben so, ist das Gesetz, und sonst müssen sie sich woanders niederlassen. Das ist eben die Besonderheit. So, und erst dann, wenn das Erfordernis gibt,
die Marine zu bedienen, beziehungsweise auch Außenhandelsbeziehungen mit anderen Bundesstaaten zu treiben, dann kommt das Reich ins Spiel, sozusagen als Kitt zwischen den Bundesstaaten. Und was anderes ist es nicht. Es ist aber kein Weisungsträger. So, ich denke mal, wir haben jetzt die letzten Unklarheiten beseitigt. Und wir machen jetzt mal mit diesem lustigen Schreiben. Also, es gibt ein lustiges Schreiben Rechtsstaates Deutschland von 1871 bis heute. Das ist so voller Fehler, dass es einfach mal gezeigt werden muss. Ich mache mal oben, damit er das findet. Also, es geht um dieses Schreiben hier. Also, wo Rechtsstaates Deutschland von 1871 bis heute. Also, so ein Copyright-Vermerk, dass man es also so, wie man es gekriegt hat, weitergeben muss. Für die Richtigkeit der Geschichte zeichnet www.nestag.de verantwortlich. So, und jetzt gucken wir uns das Ding mal an, was das hier für ein Schreiben ist. Wir fangen mal ganz links an. Man denkt ja nur, dass hier oben die grüne Sache, grün ist immer ein gutes Zeichen, dass alles okay ist. Gucken wir mal rein, was da steht. Also, es steht da, 1871 bis 1918. Staatenbund Deutsches Kaiserreich, wobei Kaiser in Klammern steht, aus 26 souveränen, unabhängigen Bundesstaaten. Damit ist also klar, dass die Staatsangehörigkeit nicht aus dem Reich kam und noch nicht kommt, sondern aus den souveränen Bundesstaaten. Insbesondere Königreich Sachsen, Königreich Bayern und so weiter. Mit Einigung auf einen Verfassungsvertrag. Wieso haben wir denn hier einen Vertrag? Verträge gibt es nur im Handelsrecht. Wir sind ja nicht im Handelsrecht. Die Verfassung für die Staaten ist die von 1848, die Blaupause. So, da hat aber wieder jeder Bundesstaat hat wieder seine eigene Verfassung gehabt. So, die Freistaatenverfassung spielt ja keine Rolle, die ist nach dem Stich da. Die interessiert uns überhaupt nicht, die ist nicht da. So, und die vom Staatenbund, das ist die von 1871, aber das ist eben nur die vom Bund und nicht rein regiert in die Länder, weil die sind souverän. Wenn eine Fremdbestimmung da ist, ist es kein Staat mehr. So, also gibt es keinen Vertrag. Ne? So, weil das wäre Handelsrecht und Handelsrecht ist ja genau die NGO, die wir nicht wollen. So, mit eigenen Staatsangehörigkeitsrecht, na klar. So, und jetzt, erst hierüber kann man als Deutsche die Reichsangehörigkeit erlangen. Nee, die erlangt man eben nicht. Man erlangt eine Reichszugehörigkeit. Man hat eine Staatsangehörigkeit und eine Reichszugehörigkeit. Reichszugehörig ist man wie, sagen wir mal, der angeheiratete Mann. Ja, also hat man eine Familienhierarchie, wo die Frau also in der Familie ist und hat einen Mann angeheiratet. Und genauso ist es auch mit der Reichszugehörigkeit. Weil der in einem Bundesstaat Staatsangehöriger ist, ist er im Reich zugehörig. Weil er hat die Staatsangehörigkeit nicht vom Reich erhalten. So, und die Alliierten haben in den Rechtsstand von 1918 überhaupt nicht reinzureden, weil der Kaiser hat den Krieg noch nicht beendet erklärt, er läuft immer noch. Und die Alliierten von 1945 haben im kaiserlichen Rechts überhaupt nichts zu suchen. Wir sind immer noch in der Diskontinuität. So, demzufolge gibt es keinen Chefvertrag, weil der Chefvertrag müsste vom Kaiser unterzeichnet werden. Ist er nicht. Wenn der Kaiser irgendwas gemacht hat, hat er immer absichtlich Siegelbruch gemacht, weil sie ihn erpresst haben. So, ein Dokument mit Siegelbruch fällt erstmal hinten runter. So, und der Begriff Deutschland spielt im Kaiserreich überhaupt keine Rolle, weil es ist eine militärische Definition. Also eine reine Kunstwort, wenn man so will. Dass das heute sehr gebräuchlich ist, ist eben ein Teil der Umerziehung. Hat aber mit dem Staatsrechtlichen nichts zu tun. Und eine anerkannten Grenzen vom 31.12.1937, die existieren nicht. Weil es ist eben ein feuchter Traum des Besatzers, aber ohne rechtliche Grundlage. Ja. Der Begriff Deutschland bezeichnet Nazi-Deutschland ist auch falsch. Weil Nazi-Deutschland hat auch keinen Staat gegründet. Das Deutschland ist ein Begriff von einem Kampfgebiet. Eine Schnappschussaufnahme, die am 31.12.1937 aus der Sicht von Militärs getroffen wurde. Nicht mehr und nicht weniger. Die haben das Recht, beliebige viele Schnappschüsse zu machen, aber deswegen regieren die nicht in den Staat rein. Die besetzen den Staat, aber die dürfen die Grenzen nicht ändern. So, deswegen ist die Grenzziehung vom 31.12.1937 einfach nicht viel mehr wert als ein Kriegsschlachtplan. So, für uns völlig irrelevant. Von 1914 bis 1918, Erster Weltkrieg,
wird das Waffenstillstandsabkommen lediglich pausiert. Beendet werden kann er nur durch Friedensvertrag. Nee. Beendet werden kann er nur durch einen Verweser. Und zwar dieses Mal muss es der Verweser von dem gesamten Gebiet von 1914 sein. Und solange wie der dort keinen Friedensschluss erklärt, gibt es erstmal keinen. Dass es einen Friedensvertrag von Brest-Litowsk gibt, ist eine andere Geschichte. Aber der Kaiser hat ja gegen das Zarenreich bzw. Russland keinen Krieg geführt. Die haben nur Bündnisverpflichtungen erfüllt. Das heißt, der Friedensvertrag von Brest-Litowsk ist noch intakt. Aufgesetzt wurde auch zwischen dem Zaren, unterschrieben hat die Sowjetunion. Hatten ja keine andere Wahl, weil waren zwei gleich starke Armeen. Und jetzt kommt der eigentliche Trugschluss an der Geschichte. Nämlich der Trugschluss ist genau diese grüne Linie hier. Wieso gibt es denn bei einer Diskontinuität eine Fortsetzung in der Weimarer Republik? Kann gar nicht sein. Weil die Weimarer Republik ist einfach nur die Putschregierung. Wieso gibt es eine Fortsetzung bei einem Banküberfall der Geschäftstätigkeit der Bank auf die Bankräuber? Das ist totaler Käse. Die grüne Linie ist die erste Lüge in dem Teil. Und eine offensichtliche. So, dann haben wir 1919 bis 1930 die Mandatsregierung. Die haben kein Mandat gehabt. Wieso hat denn eine Putschregierung ein Mandat? Von wem hat sie denn das Mandat? Es gibt kein Mandat. Es ist einfach ein Putsch. Leute, die Terroristen waren, haben den Kaiser zur Abdankung gezwungen. Das ist der Fakt. Und da gibt es kein Mandat. Es hat niemand, das Volk hat die Weimarer Republik nicht legitimiert. So, 1919 bis 1932 wird der Freistaat Preußen in einer sogenannten neuen Verfassung erschaffen. Die haben überhaupt keinen neuen Staat erschaffen. Die haben Selbstermächtigung gemacht. Nämlich, die haben aus den Reihen der Putschisten Leute rausgesucht, die sich Freistaat nennen. Ja, und? Können sie machen. Die können ihre Putschistenorganisation beliebig untergliedern, aber deswegen entsteht kein Staat. Keine rechtmäßige Beziehung zu dem Bankhaus, was überfallen worden ist. So, der Freistaat Preußen wird durch den Putsch des Kanzlers von Papen durch den sogenannten Preußenschlag illegal handlungsunfähig gemacht. Ja, hat nichts zu sagen, weil wenn der eine Bankräuber den anderen Bankräuber überfällt, um dem die Beute abzujagen, wird deswegen noch lange kein legales Konstrukt raus. Die Weimarer Verfassung von 1919, die kann man sich zusammenrollen und irgendwo hinstecken. Aber ansonsten hat das keine Bedeutung. Keine staatsrechtliche bzw. auch völkerrechtliche Bedeutung. Es ist einfach nur Willkür. Weiter. Jetzt haben wir hier einen blauen Pfeil. Jetzt gucken wir mal unten, wo der blaue Pfeil hingeht. Aha. In eine braune Geschichte geht. Dann gucken wir mal rein, was da los ist. Also, Hitler erschafft das sogenannte Dritte Reich, illegale Selbstermächtigung. Der Hitler hat gar nichts erschaffen. Er hat nicht mal das Ermächtigungsgesetz dazu sauber durchwählen können, weil er die Leute, die beim angeblichen Reichstagsbrand dabei waren, einfach mal verhaftet worden sind und bei der Abstimmung zu den zwei Ermächtigungsgesetzen gar nicht vorhanden waren. Also hat er nichts geschaffen. Er hat einfach nur versucht, die Weimarer Republik rückabzuwickeln. Und wie neuerliche Schriftstücke andeuten, hat er versucht, das Kaiserreich mit seinen Staatsfunktionen wiederherzustellen, aber eben unter einer Zentralregierung und nicht in den souveränen Staaten. Und genau das darf er nicht ohne Ermächtigungsgesetz. So, deswegen ist im Nationalsozialismus einfach nur ja, eine Verbindung aller Ganoven entstanden, also die den Kaiser nicht wohlgesonnen waren. Das ist die Zusammenfassung dieses braunen Kastens. So, gucken wir mal noch rein, was noch an nahrhaften Sachen drin ist. Durch illegale Selbstermächtigung ist klar, Parole ein Land, ein Volk, ein Führer, das kann schon sein. Außerhalb der Staatlichkeit wird 1914 der Reichsausweis. Also die Staatlichkeit, wissen wir ja, hat am 28.10.1918 schon geendet. Also kann es hier nicht außerhalb der Staatsangehörigkeit irgendwas im Dritten Reich gegeben hat, was Teil der Staatlichkeit war. Die war schon lange aufgeraucht und zwar genau am Ausgang von dem grünen Kasten. So, außerhalb der Staatlichkeit. Ja, gut, so. Und dann ist das sozusagen zum Weltkrieg gekommen durch einen Waffenstillstandsbruch des Westens. Das ist soweit erstmal richtig. So. Wie gesagt, die grüne Linie existiert nicht, sondern da gibt es eine Unterbrechung. So, jetzt kommen wir in den mittleren Kasten hier. Und da steht 1933
45 bis 49, Vereinigtes Wirtschaftsgebiet für den Teil Deutschlands. Na gut, das ist halt die Besatzungszeit, wo also die Enteignungen vorgenommen wurden, ist aber alles widerrechtlich, weil es Plünderung. So, dann haben wir 1949 bis 1990. Die vier Mächte gründen die Mandatsregierung BRD. Auch die BRD ist keine Mandatsregierung. Es ist einfach nur eine von den Besatzern eingesetzte Regierung, die auf den illegalen Grundmauern der Weimarer Republik errichtet wurde. Mit dem Touch Nationalsozialismus, weil eben dort noch Gesetze fortgeführt worden sind. Aber eine Mandatsregierung war das nicht. Und Carlo Schmitt hat auch gesagt, dass kein neuer Staat gegründet wurde. Und da besteht deswegen auch heute noch nicht. So, jetzt geht's weiter. Das wird lustig. Müssen wir mal ein bisschen rollen. So, jetzt haben wir hier einen Mauerfall. Jetzt kommt da ein ganz lustiger Kasten. Aber ist egal. So, gehen wir mal hierher. Mauerfall. Mauerfall 1990. Vereinigtes Deutschland. Wieso? Wenn Deutschland die Grenzen von 1937 waren, haben wir doch kein vereinigtes Deutschland, wenn das die Definition ist. Weil die Grenzen vom 31.12.1937 als Grundvoraussetzung für das Inkrafttreten des Grundgesetzes, die wurden nie hergestellt. Weil wir haben ja nur ein Kampfgebiet, eine Momentaufnahme einer Zeit, die aber nicht die staatlichen Grenzen repräsentiert. Also insofern ist das Grundgesetz nicht in Kraft getreten, weil die Grenzen nicht hergestellt werden konnten. So, das Verwaltungskonstrukt BRD als Firmen organisiert? Nee, eben nicht. BRD und DDR ist gelöscht worden und danach wurde eine Firma genommen. Eine neue Firma, eine EDV-Firma aus dem Osten, die wurde in Bundesrepublik Deutschland umbenannt, damit es so aussieht, als wäre alles weitergegangen, aber tatsächlich sind zwei Leichen gestanden, zwei Leichen am 17.07.1990, am Ende des Tages entstanden. Die wurden verscharrt, juristisch verscharrt. Und es wurde ein Geist erzeugt, der ein wirklich reales Staatskonstrukt war. Und das wurde Bundesrepublik Deutschland aus einer toten Firma hervorgelogen. So, und diese Firma hat sich angemaßt, das Volkseigentum der DDR zu verscherbeln. Und das ist illegal, weil es ist Betrug der Volkskammer. So, und genau dieser Vertrag ist rückabwickelbar, weil die Volkskammer darüber getäuscht worden ist, dass die DDR bzw. auch die BRD den 17.07.1990 überlebt hätte. Und das hat's nicht. Das ist der Knalleffekt. So, jetzt wird es ganz, ganz verrückt. Jetzt steht hier Wahlfreiheit. Am 1.10. geben die Alliierten mit dem 2+4-Vertrag, jetzt haben wir schon wieder einen Vertrag ohne Vertragspartner, denn den Vertrag hat der Kaiser nicht unterschrieben und die zwei waren auch nicht da. Die DDR und BRD waren tot und die Puppen, BRD und DDR, toten Puppen, die konnten nichts beschließen, weil die, wie gesagt, schon aufgelöst waren. Es wurde nur uns ein Theater vorgespielt und uns unser Bodenrechte und auch unseres Volkseigentums zu berauben. Und nichts anderes hat da stattgefunden. Der 1.10. ist auch unwichtig, weil unter dem 4+2-Vertrag keine rechtswirksame Unterschrift ist. Das Ding ist also eine Willenserklärung ohne rechtlichen Bestand. Der Kaiser oder der Verweser hätten unterschreiben müssen, würde aber nicht machen. So. Und bis heute haben wir also immer noch keinen Friedensvertrag. Und es ist auch kein Friedensvertrag. So, und außerdem haben die ihre Sonderrechte auch nie aufgegeben, weil das, was in Berlin beschlossen worden ist und veröffentlicht worden ist, hat ja weiterhin Bestand. Und das, was in der Hauptstadt gilt, gilt im ganzen Land. Aus diesem Grund haben sie ja Berlin aus der BRD rausgelöst, weil sonst wäre Berlin untergegangen, mit dem Untergang der BRD. Im Prinzip haben wir ein besetztes Kaiserreich in Berlin. So. Durch einen Bürgermeister, der der BRD hörig ist, obwohl es nach Grundgesetz nicht erlaubt ist. Das ist das, was Berlin ist. Aber trotzdem haben die Alliierten noch die Finger drauf, weil das ist der Grund, weshalb der Flughafen Berg keine Überflugrechte kriegt. Weil die Russen sagen, ihr fliegt doch nicht lang. So, sie wird durch Friedensvertrag zum Ersten Weltkrieg beendet. Nee, ohne. Weil der Kaiser muss es beenden oder der Verweser muss es beenden. Erst dann endet der Erste Weltkrieg. Und solange das nicht passiert ist, ist das alles nur heiße Luft. Weiter geht's. So, jetzt wird erzählt, hier an der Stelle wird erzählt, dass wir aus diesem Zustand heraus eine Wahlmöglichkeit haben. Haben wir nicht. Weil
Eine Staatlichkeit kann man aus diesem Konstrukt ja gar nicht ableiten, weil die müsste man aus dem oberen grünen Kasten vom Kaiserreich herleiten. Und deswegen kann dieses nicht nebeneinander existieren. Mit dem Widerstehen des Kaiserreichs endet diese ganze Konstrukterei der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus unter BRD. Ist genau in dem Moment beendet, wenn das Kaiserreich handlungsfähig wird. Handlungsfähig wird das Kaiserreich durch seinen Verweser. Und in regionalen Orten, in den nach dem kaiserlichen Recht aktivierten Gemeinden. Und das funktioniert eben gerade mit dem gelben Schein nicht. Und es funktioniert auch nicht mit einer kalten Aktivierung. Wenn also ein kleiner Verein sich irgendeinen Verweser ausdenkt oder hervorzaubert ohne ordentliche Dokumente. Und die ordentlichen Dokumente kann nur eine Wahlkommission erstellen über das Notstandsrecht. Und dazu muss man ein Referendum machen. Das heißt, man muss alle in dem Gebiet zu der Wahl der Wahlkommission einladen. Und wenn die die Dokumente ausstellt, der ist nach Rostock Deutscher, der ist nach Rostock Nicht-Deutscher, der braucht eine Einbürgerung, der muss einen Einbürgerungsantrag stellen. So, aber da darf deswegen der Verweser noch nicht mitwählen. Er muss erst eingebürgert werden. So, ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ist es auch logisch. So, das Einzige, wo ich noch was abgewinnen kann, ist das hier. TTIP, CETA und NATO und so weiter. Aber wer hat denn mit wem einen Vertrag gemacht? Die Bankräuber mit den Hintermännern draußen haben den Vertrag gemacht. Nicht mit dem Staat, auch nicht mit dem Volk. Das Volk wurde gar nicht gefragt. Die Bankräuber haben mit ihren Komplizen Verträge gemacht. Das ist das, was hier steht. Das ist illegal und hat auch keinen rechtlichen Bestand. So. So, und die andere Geschichte, gerechte Gesetze und so weiter, keine Zwangsmedizin. So, das könnte man notfalls auch noch unterschreiben. Funktioniert soweit erstmal. Ne? Gut. Also, ich denke mal, dass, so wie Sie sich das vorstellen, mit gelben Scheinen und so weiter, funktioniert nicht. Noch lustiger wird es ja, wenn man wirklich mal auf die Seite geht. Ich werde das einfach mal machen. Machen wir mal einen neuen und gehen mal auf die Seite. Da haben wir ja noch eine Überraschung. Also nestag.de. Machen wir das? Weil ihr seid jetzt auf dem anderen Rechner. So. Jo, und dann gehen wir noch mal ganz einfach hier oben bei Dateien hin. Ja, mal gucken, dauert ein bisschen. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Was lesen wir denn da alles? Staatsangehörigkeitsausweis, gelber Schein. Wie kann denn eine Weimarer Republik eine Staatsangehörigkeit vergeben? Kann ich zu Aldi oder Lidl gehen und an der Kasse einen Staatsangehörigkeitsausweis ausdrucken lassen, gegen geringe Gebühr von 25 Euro? Wird doch nicht funktionieren. Der Antrag F und der andere Anlage V ist genauso schon Müll. Weil ein Bund ist ein Verein, der in einem Staat existieren kann. Ja, in einem Staat kann es Vereine geben. Aber da steht nicht über dem Staat. Der Staat ist souverän. Und nur dann, wenn er souverän ist, ist er auch ein Staat. Ja, demzufolge wisst ihr ja schon, wo man die Truppenteile, die den gelben Schein wollen, weil sie einen neuen Staat mit dem gelben Schein machen will, der unter der Oberherrschaft einer Moschee steht oder eines Kalifats. Das ist das, was hinter dem gelben Schein steckt. Und davor muss man einfach nur warnen. Und wenn ich hier weiterlese, schreiben da, wie gesagt, ne? Jetzt geht es weiter. Gemeindeaktivierung mit UBIK-Nummern. Wieso kann denn eine Gemeinde eine UBIK-Nummer haben? Eine Gemeinde ist ein staatliches Konstrukt. Die hat mit dem Handelsrecht nichts verloren. Dass die irgendwie mal einen Auftrag gibt, kann ja sein. Ich meine, andere können ja irgendwas erfinden, aber die Gemeinde muss es nicht beantragen. Das ist totaler Quatsch. Wenn man eine Gemeinde in das UBIK anmeldet, gibt man damit zu erkennen, es ist eine Firma. Also ist es auch eine Firma, die gesamte Neuhausgeschichte. So, und ich denke mal hier, die anderen Zetteln, die nehmen wir uns irgendwann andermal zur Brust. Ich denke mal, das wird noch ein bisschen lustig. Geht. Ne? Ablegen der BAD-Person funktioniert einfach nur mit unserem Schreiben, was wir aufgesetzt haben, dass der Passe abgegeben ist. Aber Vorsicht, erstmal Reisepass beschaffen. Weil man muss eine saubere Überleitung kriegen, Passeabgabe, dass er nicht staatenlos wird. Wenn er staatenlos wird, nimmt er freiwillig, gibt er freiwillig die Bundesstaatenangehörigkeit auf. Der Reisepass ist euch aufgezwungen, weil die Besatzer euch bestrafen, wenn ihr den nicht habt.
Damit geht ihr keinen Vertrag ein. Ihr werdet auch nicht EU-Bürger, weil unten auch der lustige Satz steht, dass ihr damit die EU nicht anerkennt. Ihr braucht dann aber, damit ihr auf der Straße weggefangen werdet. Wenn die Wahlkommission getagt hat und die ordentlichen Dokumente erzeugt hat, kann man damit natürlich einen Ausweis legitimieren und kann das dann auf den Anhangseiten des Reisepass eintragen lassen, dass die Staatsangehörigkeit nicht EU-Bank ist, sondern eben der Bundesstaat. So, gut. Ich denke mal, ihr habt jetzt erstmal so ein bisschen Hintergrundwissen und fallt nicht auf solche bunten Grafiken rein, die immer so schlüssig aussehen. Man muss da wirklich auch genau hingucken. Ja, und auch schon der eine grüne Pfeil, den ich euch gezeigt habe, das ist schon Anfang vom Ende, das ist die Sollbruchstelle, weshalb es nicht funktioniert. Alles klar, dann tschüss erstmal.